Eliminiert. So, was ist das Schönes? Macht plus 5. Rosa verstimmt die Tötung eines Hauptmanns oder Häuptlings, stellt den Fokus und gesondert auf. Aha, so. Tote Hauptmänner lassen Runen fallen, die deinen Waffen Boni verleihen können. Drücke, um deine Waffen anzusetzen. Du kannst deine Waffen mit Runen ausrüsten. Wähle eine Waffe mit Ausdrücke, um deine Rune anzusehen. Sehr schön. Rüste deine Runen mit einem beliebigen freien Runenplatz aus. Du kannst deine Waffen durch M zusätzliche Runenplätze aufwerten. Drücke. Und so, gut. Ja, kann ich. Das ist nur das Schwert, ne? Rune in. Okay. Annehmen. Okay. Freischalten für 60. Hm. Warte mal, Details. So, ist okay. Eine habe ich ja schon. So. Du bist also vor 10 Jahren nicht gestorben. Du bist wohl kaum hier, um mich für Hochverrat zu verhaften. Hauptmann, wir sind die letzten Überbleibsel der Garnison, Hirkon. Warum bist du dann hier? Ich suche einen Sklaven, der die schwarze Hand Saurons bekämpft hat. Du meinst wohl vor ihm davongerannt. Du kennst diesen Mann? Oh ja. Du stehst vor ihm. Wo sind die Diener des dunklen Herrschers? Weißt du es überhaupt? Vielleicht. Wir haben keine Zeit für Geheimnisse. Ich sitze seit Wochen hier fest. Ruhig, Blut. Komm mit mir in unser Lager. Und ich frage meine Späher. Ich werde da sein. Na, den kenne ich doch. Es ist bloß ein Ork. Nein. Es ist jemand, der gesehen werden will. Wir sollten vorsichtig sein. Auftrag abgeschlossen. Oh, Gott sei Dank. Der Sklaventreiber Erfolg. So, ne? Runen. Eintrag ansehen. Steht die Runen in einem Schmied erlegen. Großer. So wie immer, seht die Runen, Elbenschmiede legen ihre großen Taten detailliert dar, unter denen mit diesen an geheimnisvollen und mächtigen Gravuren, aha, an die Triumphe längst verliebliche Krieger. So, die Schmiede setzen arkane Handwerkskunst ein, um diese Runen zu erschaffen und zeichnen das Schicksal ihrer Feinde mit dem Metall Ithildin auf, welches sie in Rüstungen, Schwertern und fabelhaften Bögen verarbeitet haben. So erschaffen die Elben für jede ihrer Waffen eine einzigartige Legende. Und mit jeder großen Tat wächst die Legende weiter. Die Uruks werden die Waffen, die mit ihnen verziert sind, namentlich kennen, so wie sie es mit Glamdring und Orkrist schon tun. Ah, das sind zwei. Glamdring und Orkrist, das ist, sind zwei Schwerter. Und sie werden ihre unbeschreibliche Macht fürchten. Okay. Schwenken zu. Ah. Orkrist der Orkspalte aus der Hobbit und Glamdring, das hatte ja Gandalf. Der Verfolger. Warte mal. Hauptquest. Ganz von der Kreatur direkt. Suche sie und finde heraus. Was muss ich in diesem Gebiet sonst noch machen, außer das? Da ist noch ein Artefakt. Da ist noch ein Ithildin.
Das sind noch Informationen und das ist noch ein Artefakt. Ich gehe mal zuerst das Artefakt holen. Wenn ihr mal aufpasst, dann könnt ihr es allein mit dem Grog aufnehmen. Andere Frage. Ist das das Tor von Mordor hier? Schon wieder scheiße hier. Ja, nee, oder? Ja, ist gut. Ich hab doch gedrückt. Uruks jubeln mir zu. Nee. Nachgestiegen, Hauptmann, ja, sehr schön. Ist mal Hauptmann befördert. Sehr schön. Wer bist du, Geist? Was willst du von mir? Ich habe einen Namen, doch ich erinnere mich nicht an ihn. Die schwarze Hand rief mich von jenseits des Nichts und ich folgte dem Ruf. So, ne? Das ist unser Ziel. Redback, der Feigling. Sag mal, auf der Map hätte ich das gerne. Da ist ein Ziel für Geist von Mordor. Aha. Und hier oben ist der Verfolger. Wo bin ich näher dran? Ich mache den Verfolger. Ich mache erstmal da oben weiter. Pisst wieder wie in Strömen, das ist sehr schön. Ne. Was? Ein benötigtes Kraut in der Nähe. Warte mal. Wo Kraut? Wo Kraut? Oh, Würmer. Da, ne. Kraut. Gesundheit erneuern. Zeitkatzpunkte erhalten. Cool. Wieder so ein Pünktchen. Einmal Pfeifenkraut. Oh Gott. Wie immer, bei meinen Let's Plays werde ich nicht alles vorlesen. Ich werde es einfach so lassen. Wer es sich durchlesen will, kann es machen. Die Let's Plays sind schon sowieso zu kurz. Verbesserung. Jetzt kann ich natürlich nicht hier unten, oder? Diese Machtkräfte. Okay, nicht genügend Macht. Wie viel brauche ich denn da? 135, aber gut. Erbliches Geschick, was haben wir hier noch? Karagor reiten und Hinrichtung. Drücke und Treffer sie aufzuladen, damit der Gegner hinzurichten. Okay, super. Mach ich doch. Das probiere ich doch gleich mal aus. Das sind etwas viele. Kann ich nicht in den... Warte mal. Hier geht nicht. Scheiß Patrouille da. Die schwarze Straße. Also ich bin jetzt in Mordor drin, ne? Ja, das ist ein bisschen gefährlich mit Sauron und so. Im Gebüsch automatischer Schleichmodus über. Ja, ist okay. Ich sehe es schon kommen, ey. So. Auftrag starten. Dass die Aufmerksamkeit einer geheimnisvollen Kreatur erregt. Suche sie und finde heraus, was sie über dich weiß. Gollum. Was glaubst du, wer sich dort in den Schatten verbirgt? Irgendeine große Macht hat ihn für sich eingenommen. Das spüre ich. Ob er uns Antworten liefern kann? Für uns beide. Dann sollten wir ihn finden.
Das sollte nicht sonderlich schwer sein. Ah, folgende Spuren. Diese Spuren scheinen weder Mensch noch Biest zu gehören. Umso mehr Grund, ihnen zu folgen. Warte mal. Oh, scheiße. Da glaube ich sogar noch eine Information. Wie geht denn das jetzt? Ist beide drücken oder was? Nein, den will ich noch nicht töten. Hey, weg von dem! Ist ja schon direkt. Nicht einmal Ausgestoßene verdienen solch ein Schicksal. Der Mensch scheint ein ums andere Mal in Gefangenschaft zu enden. So, ne? Sieh dich vor. Diese Kreatur führt uns noch in den Untergang. Nehme ich doch gerne mit. Ja, nee, oder jetzt bin ich rückwärts gelaufen. Oh, ich bin so blöd, ey. Ne. Gollum verfolgen. Das kleine Scheißbiest. Scheint dieses Geschöpf ist im Klettern geübt. Die Sklaven sind ihm schließlich doch entkommen. Ich hätte sie schon nach dem ersten Versuch aufhängen lassen. Ich spüre, es weiß mehr von mir, als ich von mir selbst weiß. Wie soll solch ein Wesen etwas von Geistern wissen? Es besteht eine Verbindung zwischen uns. Ich fühle es. Mauern sind ihm kein Hindernis. Warte mal. Nein, nicht das. Das hier wollte ich. Kann man das Turm schon freigeschalten? Nein, ist er nicht. Hey! Ich hier hoch nicht? Komm ich hier hoch? Doch. Muss ich. Was ist denn das Schönes? Erneuern. Ganz schön. Schnell reisen. Ich sehe den Sternenmond, das Ithildien. Sehe die Steine aus halb vergessener oder halb erinnerter Vergangenheit. Mhm. Bratzlime. Ja, gut. So, jetzt. Wo ist jetzt hier Gollum wieder? Hier oben habe ich die Spur weggelassen. Ne? Ja, geht sie weiter. Hochziehen. Trotz Stigmas dem dunklen Herrscher. Deine Kreatur wandelt auf gefährlichen Pfaden. Komisch, tue ich das nicht auch?